Jetzt habe ich schon vier Dinge am Popo, es ist unglaublich. So. Jetzt will ich aber mal was sehen hier. Oh yeah. Kriege ich jetzt zwei Jubelmünzen dafür? Ist ja nicht wahr, ey. Schokoboküken. Ja, mal gucken. Also das mit dem Ladebildschirm dazwischen, das stört so ein bisschen. Ach, was sagst du jetzt? Luxuria und Neid bei Chocolina abgeliefert. One step closer to completing Operation A Horribly Unfortunate Event. The case of the missing Chocobo Chicks. Nur eine? Ja, am Arsch. Ich habe die zwei gebracht. Ja. Über die sich verschwörenden Küken. Some Chocobos are so cute, you just want to eat them up. But no, they can be sly little gremlins. Some can con you out of everything you own. And I hear there's one right here in the casino. I want you to find the poor chick who's fallen victim to their evil ways. It's our duty to protect and serve. Der Tipp war wieder super. Also ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Der ist ja so hip, ne? Da fehlen mir glatt die Worte. Ja. Aber wir haben jetzt vier Münzen von der gekriegt. Das heißt, wir sind jetzt bei 30 Münzen. So, jetzt gucken wir erstmal, welche wieder am Lieblingsplatz. Hier vorne. Ne, hier ist diesmal nix. Ansonsten wird es wahrscheinlich in der Spielhalle sein. Ich gehe jetzt einfach mal stark von aus. Weil hier ist nichts. Na, dann wird es wohl hier hinten drin sein. Ach ja. Jetzt haben wir wieder den ganzen Chocobo-Baby-Schwarm an uns. Hm. Wobei das mit dem Grün jetzt irgendwie am besten war. Ich schieb mich, ich bin so hässlich. Och, deine Frisur ist noch hässlicher als ich. Ach Gott, da. Oh Gott, was kommt jetzt? Die drei Chocobo-Küken widersprechen einander. Welches Küken sagt die Wahrheit? Lass mich nachdenken. Greed, Foulman. Ich muss auch nachdenken. Hm. Oh, dann. Oh, das ist das, dieses. Das ist ganz typisch. So eine ganz. Das ist Foulman. Er ist ein abgerühmter Strategie. Oh Gott. Right. Okay. Nehmen wir den nächsten. Ich meine, haben nichts mehr zu verlieren. Dann bist es doch du. Jetzt sind sie auf einmal rosa und nicht mehr lila. Mhm. Wow. Greed ist jetzt mein Begleiter. Kann ich jetzt erst wieder zu Chocolina gehen? Und kriege dafür dann eine Jubelmünze? Oder brauche ich die anderen beiden auch? Das ist jetzt die Frage der Fragen. Aber warum jetzt einmal von lila zu rosa geworden sind, das kann mir keiner erklären, oder? Vielleicht sind sie ja zwischendurch heiß gewaschen worden. Müssen wir die anderen beiden jetzt eigentlich finden? Das ist auch so eine Frage, die sich mir auftut.
Oder müssen wir nur den einen finden? Weil dann würden da 6 stehen. Ne? Ich denke mal, dass dann 3 neue kommen. You're quite the hero. I reckon you should go on and take this reward. It's my pleasure. Wow, eine Jubelmünze erhalten. Look at all the ticks you've managed to round up. Color me impressed. I wasn't sure you had it in you, truth be told. I mean, I knew you'd do it. All right, well, I kept my end of the bargain. Isn't it time you tell me who you really are? Well, maybe. I'll think about it. But first, I have a question for you. Wie lautet der Name und welche Farbe hatte das Küken in das Sass Afro Fri... Oh Gott! Das war grün. Chocobocalina, that is indeed correct. Was wäre jetzt gewesen, wenn wir es falsch gesagt hätten? Will you please tell me who you are? Oh, you're such a silly Sahagin. I know you answered all of my questions. But I never promised anything in return. Yeah, I guess you didn't, but... You really don't know? Huh? Way. What? Oh, really? I knew there was something familiar about you. You're not surprised. Well, this is a place where possibilities come together. All sorts of things can appear in different shapes or forms, but underneath it all, it's still the same. And besides, you're the only one I know with such a brazen attitude. Loud. That bosses me around, orders me to do things. Yeah, I had a pretty good idea who you might be. When I got washed away by the waves of time, I made a wish. I couldn't do anything as a tiny little chocobo. I was completely helpless. So I wished to be granted the power to help others like they've helped me. The goddess gave me this body that allows me to exist everywhere. I realize this is just a costume. This body is merely a paradox, born from a distortion in time. Hey, hold up! Where are you going? Don't disappear on me! Not you two! Hey, wait! I said wait! Don't you leave me! Booyah! What? I'm Chocolina, super time-traveling sail girl! I should make myself a cape, just like a real superhero! Good to know the only thing that's changed is your appearance. You've always been a tough little thing. I admire that. Remember, I'll always be supporting you from afar. Your afro's a tight squeeze for me. And that's all for now, folks! Chocobocalina! Okay, dann war das einfach nur ein anderes Küken, was wir dann in den Haaren haben. Sagt sie uns noch was? What do you want to do with your little friends? Do you want to take them with you or leave them here? Ich lasse sie hier. If you want some company, just say the word. Okay. Ja. Also ist Chocolina tatsächlich, weil, ne? Darch hat ja gesagt, hier wortwörtlich, Gott, wie heißt das? In dem einen Kristall stand drin, diesem Fragment, was wir gefunden haben hier in dem Park, dass das kleine Chocobo-Küken eigentlich ein Weibchen war und das erst Chocolina genannt hat. Und da war mir das eigentlich schon gegenwärtig, dass da irgendwie sowas gelaufen sein muss. Naja. Dann wollen wir mal gucken, ob wir jetzt den DLC beenden können, weil ich habe immerhin eine halbe Stunde gepokert und ein paar Viecher gesammelt. Mehr kann man von 4 Euro ja nicht verlangen, ne? Naja, dann wollen wir mal. Miau. Miau. Fliegen ist super. Also 32 Münzen ist eigentlich okay.
So. Und? Wie sieht's aus? Congratulations, sir. Your victories have freed you from the shackles of normality and changed the rules of space-time. Stand back and watch as the world conforms to your desires. Mhm. The future has been determined. You're right. I don't understand. When you say the possibilities have started to disappear, what exactly do you mean by that? Let me show you. Hmm? Oh, wow! Cool. Yeah. What? Daddy. Hmm? Look. What am I looking at? Look at all of them. What the? They're all coming up tails. What? Is this even possible? Of course. Try it yourself if you like. The outcome will always be the same. The possibility of the coins coming up heads has disappeared from this world. How? Why is that? The future is gone. The possibility of change has disappeared. That's what these coins are telling you. Eventually, it will become apparent in everything around you. How disappointing. This will make gambling quite boring. You just told me the world is gonna end. You're downright crazy if you think people are gonna keep gambling at a time like this. There's gotta be something we could do. Unfortunately not. Oh. It has already been decided. There is nothing we can do but to let it happen. But... okay, here's how it's gonna go. I can't just sit still and do nothing. Even if my actions won't make a difference, I have to at least try. Take me where I need to go to make a difference. What do you plan to do? To be honest, I have no idea. I'll think of something, though. I have to. You agree with me, don't you? I need to protect the future for my son. Even if it means putting my life on the line. Heads or tails. Life or death. Daddy? There's still some hope left. I might have no chance of saving the future. I might not even come back alive. Maybe I'm wasting my time. Maybe I'm grabbing straight for the short straw. That doesn't faze me. Let's say I make the wrong choice. That just makes the odds better for someone else. Maybe that someone, maybe they can save the future. Hey, bad luck is still luck. Isn't that right, Dodge? Ready? Yeah. All right. Let's go. Mhm. Inventar erhalten. Seth. Seth Seelenprojektion überstrahlt Raum und Zeit. Sarah und Noel
Wisch. Seth kann nun in der Monsterverband aufgenommen werden, um so an Kämpfen teilzunehmen? Krass. Also haben wir den DLC abgeschlossen. Das ist doch schön. Was passiert da gerade? Ich bin verwirrt. Ja. Gut, dann haben wir jetzt den Seth in der Tasche. Geil. So, Pocket Seth zum Zaubern oder so ähnlich. Ja. Gut. Da wir das nun geklärt haben, würde ich sagen, dass es jetzt als nächstes in die Archhylte-Steppe geht, wo wir dann halt noch ein paar Bosse klatschen. Ich hätte jetzt echt gedacht, dass der DLC so ein bisschen mehr zu bieten hat. Aber was soll's. Ich sag ja 4 Euro. Bisschen Poker spielen, 6 Chocobo-Küken sammeln und alles tutti. Ja, ich sag ja, ich kann pokern. Hat mir ja keiner geglaubt. Gut, das ist jetzt aber keine Aufforderung für euch, mich bei Dings hier, wie heißt das? Facebook zu irgendeinem Poker-Gedöns einzuladen. Kaum war der Part oben, habe ich 5 oder 6 Poker-Einladungen gekriegt. Nein, ich nehme keine Facebook-Spiele an. Ihr könnt mich gerne bei Facebook als Freund adden, könnt mir Nachrichten schicken, könnt mir Bilder verlinken, weiß der Teufel. Sachen fragen, irgendwas, egal, aber keine Spiele schicken, weil das ist echt bäh. Das nervt. Das geht gar nicht. Das macht mich nicht glücklich. Alles andere ist okay. Na, und was mir einfällt, ich habe letztes Mal ein bisschen Shit geredet. Wir haben ja hier, so nach oben gesehen, noch so ein Ding frei. Und da meinte ich ja, da wird dann wahrscheinlich das von Seth hinkommen. Aber ich meinte das von Snow. Weil Snow kriegt ja definitiv auch noch seine Geschichte, nur keine Ahnung wann. Was mir da oben noch fehlt, habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Nö. Kein Plan. Naja, ansonsten, obwohl doch. Doch, ich habe eine Ahnung. Das paradoxe Ending aus Orba. Das kommt dahin. Ah, genau, das wird es sein. Und hier kommt dann auch ein paradoxes Ending hin. Ich weiß noch nicht welches. Naja, und so zieht sich das dann halt fort. Aber ich würde sagen, das reicht jetzt erstmal wieder. Und wir sehen uns dann das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Final Fantasy 13.2. Ciao.